Der BYD Sea Lion ist das zukünftige mittelgroße Elektro-SUV des Unternehmens und sozusagen eine höhergelegte Variante des BYD Seal. Und der soll ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben als das Tesla Model Y. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Im Jahr 2021 stellte der chinesische Hersteller BYD seine neue Ocean-Serie vor, beginnend mit der Einführung des BYD Dolphin. Die anderen Autos in der Aufstellung sind der Seal und der Seagull. Ich habe zu all diesen Fahrzeugen auch Videos gemacht, die findet ihr in der Beschreibungsbox oder hier oben rechts im Video verlinkt. Doch jetzt kommt noch ein sehr interessantes Modell dazu und das ist eben der BYD Sea Lion. Der Sea Lion hat ein typisches Crossover-Design mit einer eleganten Karosserie und einer geneigten Heckscheibe. Es verfügt über nach hinten gepfeilte Scheinwerfer, einen sportlichen Frontstoßfänger mit fünfeckigen äußeren Enden und einen markanten Dachspoiler. Der Ladeanschluss befindet sich wahrscheinlich über dem rechten hinteren Radlauf. Zuvor wurde angenommen, dass BYD bündige Türgriffe verwendet, ein Merkmal, das bei Elektrofahrzeugen, insbesondere in China, aktuell so gut wie Standard ist. Die bündigen Türgriffe verleihen dem Fahrzeug nicht nur ein luxuriöseres Styling, sondern verringern auch den Luftwiderstand und senken so effektiv den Energieverbrauch. Jüngste Erlkönig-Aufnahmen haben jedoch gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Darüber hinaus haben diese Bilder einige der Farben des kommenden Elektro-SUV enthüllt, wie zum Beispiel Himmelblau, Weiß und Rot. Das Interieur des BYD Sea Lion wird wahrscheinlich minimalistisch und hochgradig digital sein, was heutzutage das Trendthema für Elektrofahrzeuge ist, insbesondere in China. Eines der Spionagebilder zeigt die Bodenkonsole des Sea Lion, einschließlich eines rasiererähnlichen Gangwahlschalters im Stil eines Porsche 911ers. Man erkennt auch einen drehbaren 15,6 Zoll Touchscreen. Das Instrumentendisplay soll 10,25 Zoll groß sein. Ein weiteres Bild hat gezeigt, dass das Auto ein normales 3-Speichen-Lenkrad mit physischen Bedienelementen und einigen glänzenden Zierleisten, ein digitales Kombi-Instrument und eine blau-grüne Umgebungsbeleuchtung hat. Die DeSoni IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebautem MID-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die Wallbox von DeSoni wissen wollt, dann könnt ihr euch zuerst mal mein detaillierteres Video dazu ansehen, welches ihr hier oben rechts im Video findet. Mit dem Link in der Beschreibungsbox könnt ihr dann bei eautos.de vorbeischauen und die DeSoni IQ auch bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also, viel Spaß mit der DeSoni IQ und weiter geht's! Der BYD Sea Lion wird 4,77 Meter lang, 1,91 Meter breit und 1,62 Meter hoch. Das neue Elektro-SUV wird einen Radstand von 2,9 Metern haben. Es könnte viele Gemeinsamkeiten mit dem BYD Seal haben, einschließlich des 82,2 Kilowattstunden Batteriepakets, das der elektrischen Mittelklasse-Limousine eine CLTC-Reichweite von 700 Kilometern verleiht. Das Einstiegsmodell wird nur einen Elektromotor an der Hinterachse mit 150 kW oder 204 PS haben. Keine beeindruckende Zahl, denn das Einstiegsmodell Tesla Model Y RWD leistet 194 kW oder 264 PS. Die Allrad-Version des Sea Lion bietet zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 390 kW, also 530 PS. Sein Antriebsstrang ist wie der des BYD Seal. Der Sea Lion mit zwei Motoren ist 33 kW, also 45 PS stärker als das Topmodell Model Y in China. Die Beschleunigung von 0 auf 100 mit dem AWD dauert 3,8 Sekunden. Es wird berichtet, dass BYD eine Blade-Batterie der zweiten Generation mit einer höheren Energiedichte von 180 Wattstunden pro Kilogramm entwickelt, eine deutliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Blade-Batterie mit einer Energiedichte von 150 Wattstunden pro Kilogramm. Zusammen mit einem Chip der fünften Generation wird dies den Stromverbrauch in BYD-Elektrofahrzeugen um 20% senken, die Reichweite um 3% erhöhen und eine Steigerung von Motorleistung und Drehmoment bieten.
Das geht aus einem Nachrichtenartikel von k.sina.com hervor, der auch behauptet, dass die BYD Blade Batterie der nächsten Generation sehr wahrscheinlich in einem der Modelle der BYD Ocean Serie debütieren wird. BYD hat darüber aber noch keine Infos herausgegeben. Der BYD Sea Lion könnte noch in diesem Monat im April 2023 debütieren. Das mittelgroße Elektro-SUV soll in China zwischen 27.300 bis 34.100 Euro kosten. Australien könnte den Sea Lion in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 zuerst bekommen. Luke Todd, der CEO von BYDs australischem Importeur EV Direct, hat angedeutet, dass der Sea Lion einer der ersten 5 BYD-Elektrofahrzeuge im Land sein könnte. Man spekuliert außerdem, dass das Modell als BYD Atto 5 oder BYD Atto 6 vermarktet werden könnte. Wie würde euch eine höhergelegte Version des BYD Seal gefallen? Und was denkt ihr, wird er bei uns kosten? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!